Hi, mein Name ist Daniel und ich mache hier bei der Firma Unifirm in Werne eine Ausbildung zum Chemielaboranten. Hier am Standort Werne produzieren wir Backzutaten für Handwerksbäckereien und die Backweinindustrie. In unserem Labor führe ich dann Analysen durch, um die Qualität der Produkte zu überprüfen. Ich zeige euch mal die Arbeit bei uns im Labor. Kommt einfach mal mit. Aber bevor wir loslegen, gibt es noch was Wichtiges zu erledigen. Für uns ist die spezielle Schutzausrüstung nämlich Pflicht. Der Tag startet bei uns mit einem kleinen Briefing. Gemeinsam planen wir den Tagesablauf. Also ich fand schon in der Schule die Naturwissenschaften am interessantesten und hatte auch das Glück, das ein oder andere Labor bereits mal von innen gesehen zu haben. Dann fiel mir die Wahl des Berufes letztendlich auch nicht wirklich schwer. Das Besondere ist sicherlich die Abwechslung. Allein in unserem Labor bei Unifirm haben wir an die 30 verschiedene Analysen, die im ständigen Wechsel durchgeführt werden müssen. Dazu kommt noch, dass jedes Labor sich sehr speziell an seine Anforderungen anpassen muss. Bei Unifirm dreht sich die Laborarbeit um Lebensmittel und speziell eben um Rohstoffe für Backwaren. Man sollte auf jeden Fall wissen, mit Computern umzugehen und gleichzeitig allerdings auch Spaß an handwerklicher Arbeit haben. Ein Großteil meiner Arbeit setzt sich eben aus kleinen und großen Handgriffen zusammen, sei es bei der Bedienung von Automaten oder auch der Handhabung von irgendwelchen Glasgeräten. Insgesamt dauert die Ausbildung 3,5 Jahre. Bei guten Noten kann man allerdings auch verkürzen und in 2,5 bis 3 Jahren fertig sein. So, fertig für heute. Feierabend. Ich hoffe, mein Beitrag hat euch gefallen und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie die Ausbildung zum Chemielaboranten aussieht.